Dari, let's play. Warum geht der Urban überhaupt vor? Ich bin hier der Anführer, ja? Du bist nur der Scharfschütze, du sollst nur gleich zielen und abdrücken. Ja, komm da. Bumm. Das sah aber eng aus. Bei Renoir sah das eleganter aus, irgendwie. Bei dir außer wird er gleich stolpern und auf die Fresse fliegen. Oh, wahrscheinlich werden wir jetzt hier, gegen diese zwei Echsenlöwen kämpfen. Habe ich auch gar nicht dran gedacht. Aber macht Sinn. Kacke! Ich hoffe, die haben es nicht drauf. Ich meine, gut. Eine Echse und ein Löwe, was wollen die denn? Ich fände die Viecher. Oh, der Präsident, der wurde schon gefressen. Hallo, ist das Ding an? Eine Rede? Jubel mich alle, ich bin Squall, ich bin Seed hier, ne? So. Meine Handynummer, die schicke ich gleich hier irgendwie an irgendeinen Monitor. Da können mich die ganzen Weiber anrufen. Oh, oh. Renoir! Ja, direkt gekämpft. Zum Glück habe ich umgesockelt. Umgekoppelt, wie auch immer. Die werden kriegen aufs Maul. Wir müssen Renoir retten. Ja, natürlich müssen wir Renoir retten. Vita Medica, irgendwas Unbekanntes. Und da gibt's Kabunkel? Kenn ich nicht. Ah, ich glaube, das ist wieder ein GF. Ja, guck mal da. Kabunkel freigeschaltet. Kabunkel, ey. Ich möchte wissen, was das Unbekannte ist. Können die beide den gleichen Zauber? Schmelke heißen die. Stein. Ja, komm, Stein. Hier. Blitz. Ja, naja, machen wir mal Sirenen. Da können die Gegner ja, wenn wir Glück haben, verwirrt werden und alles. Kann ich hier schon anfeuern? Nee, natürlich nicht. Hätten wir Shiva mal gemacht, da mal anfeuern. Beziehungsweise, ich mache jetzt gleich erstmal Analyse, damit ich weiß, wogegen die empfindlich sind, wie viel Leben wir haben und so weiter und so fort. Elektro-Time, yeah! Oh! 900, das ist schon ordentlich. Analysieren von Schmelke. Schmelke Schneider. Ich glaube, die Echsenlöwen, die kann man nicht mit einer hübschen Frau beeindrucken. Ich glaube, denen ist das scheißegal. Sind ja auch Echsenlöwen oder Löwenechsen. Nein, wenn der Kopf Echse ist, dann sind es Echsenlöwen und nicht Löwenechsen, weil wenn der Kopf Löwe wäre, wäre es der Löwenechse, aber so ist ein Echsenlöwe. Muss ja schon alle passen. Guck mal, die machen voll simultan die Bewegung hier. Im gleichen Takt. Analysieren! Ist er gleich schon tot, er hat nur noch 300 Leben. Toll. Schwach gegen Eis. Komm hier zum Kronen Abschluss, kriegst ein Shiva Resonanz. Hehehe, was soll das denn? Sieht böse aus. Ey, das ganze Bild verschwimmt. Geht jetzt mein Monitor kaputt? Geht mir kein Nix drauf, ey. Hier, Shiva. Das soll viel abziehen. Das machen wir jetzt. Ja, komm. Mit anfeuern natürlich. Ha. So. Kommt gleich wieder noch mehr. 120 mindestens. 130 mindestens. 140 mindestens. 140 Meter sind's! 139, ja komm. Ha, das zieht jetzt hier. Ja, also ich glaube, Blitzer komplett mehr abgezogen, ne? Ohne anfeuern. Gar keinen Sinn. Hm. Egal, die sind weg, die Viecher, die haben ja nichts drauf. G-Returner. Ja, 20 AP. Diabolus hat was gelehrt und wir haben Kabunkel. Das ist nur ein Pokémon. Auf dem Bild gerade. Ich hatte solche Angst. Fragt sich auch gar nicht, wie die hergekommen ist, ne? Ich hatte solche Angst! Es ist vorüber. Ich hatte Angst! Ich hatte wirklich Angst! Das war doch nicht dein erster Kampf! Allein konnte ich nichts ausrichten! Ich konnte alleine nicht kämpfen! Sie ist eben ein Amateur. Wir gehen. Ja, wir gehen, aber ey, ich wollte zockeln.
Deine Anweisungen gelten nach wie vor. Oder sagt die das jetzt, Squall? Deine Anweisungen gelten nach wie vor? Ich weiß nicht. Beides möglich. Du bleibst in meiner Nähe. Ja, ha, perfekt. Kabunkel, kabunkel, kabunkel. Und wer hat was gelernt? Ich glaube der hier, ne? Nein, der nicht. Die nicht. Oder? Die Körper? Ne, Körper. Körper sollte die schon lernen. Ifrit? Nein. Diabolos. Genau, Diabolos hat was gelernt. Ha. Nämlich hier. Genau. Jetzt machen wir Zustandswandler. Jetzt können wir schon Zeitwandler. Mal gucken, was Kabunkel so kann. Heilmedizin. Heilmedikamente aus Items. Okay, aber erstmal hier wieder diese ganze HP und alles. Und Kontern. Cool. Angriffe werden mit Gegenangriffen erwidert. Gefällt mir. Ability mal 3. Maximal. Okay. Haha, nicht schlecht. Das hat auch nicht jeder Ability mal 3, glaube ich. Hier, doch. Ich glaube, das hat jeder. Ne, der hier nicht. Guck mal. Der hat kein Ability mal 3. Kann nicht jeder. Der auch nicht. Oder die. Hey, ja, ja, ja. Kann nicht jeder. Das ist schon. Cool. Da müssen wir auch drauf achten, dass wenn ich koppel, dass es dann das irgendwie fair aufgeteilt ist. Dass dann theoretisch jeder Ability mal 3 am Ende kann. Hier, das bezieht sich auf das hier unten, glaube ich. Cool. Gucken wir uns mal den Zeitwandler an. Gemach aus Zauberstein, Hast aus Zaubersplitter, Spinnnetz mit Gemach, Eisenkugel. Oh, Gravit, cool. Ha. Gravit ist geil, aber ja. Für 30 Gravit mache ich das jetzt nicht. Die anderen haben wir uns ja schon angeguckt eigentlich. Ne, genau, das hier ist Weihwasser? Hä? Megapille? Megapille. Ich brauche die Pille. Echokraut. Okay. Mit dem Wandler gibt es hier was Neues. Ja, Eisenrohr, wissen wir. Heilwasser, Zelt. Ha, cool. Das kann man eventuell machen. Kältewandler. Eis. Eisra. Aqua. Aus Fischflosse. Macht Sinn. Ein bisschen. Okay, raus hier. Ah ja, hier, nicht hier raus. Hier, wir sollen noch hier rein, ne? In den Boden. So. Ha. Hier ist das Gewehr. Arankines, dein Auftritt. Oh, jetzt wird er schweigsam. Jetzt muss er sich konzentrieren. Warum ist er plötzlich so still? Verstehe, er will sich konzentrieren. Ja, gehe ich auch mal von aus. Der einsame Schütze. Von hier aus hört man nichts. Was ist mit der Parade? Doch, man hört die Musik so ganz leise. Cypher, du lebst also noch. Renoir. Cypher lebt. Er marschiert zusammen mit der Hexe. Was hat das zu bedeuten? Weiß ich's. Wenn ich mit der Hexe in einen direkten Kampf verwickelt werde, muss ich dann auch gegen Cypher kämpfen? Ein Seed kann sich seinen Feind nicht aussuchen. Es könnte passieren, dass ich Cypher eigenhändig töte. Es ist scheißegal, die ist am Yoga machen, ich weiß nicht was. Ihr beide seid doch zu allem bereit. So etwas ist doch normal bei euch. Ihr lebt schließlich in so einer Welt. Ihr habt ja Psychotraining absolviert. Psychotraining, ja. Aber wenn man das bloß verhindern könnte. Verhindern. Hängt alles von Irvine ab. Ist der am Lachen, am Weinen? Das kann doch nicht. Hat der Typ Angst? Du kriegst doch nicht das Zittern. Ich kann es nicht. Oh, nein, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist der richtige Hasenfuß. Toll, schon wieder umwechselnd. Nicht der Xell hier. Xell ist der Hasenfuß am Arsch. Hey, der Witzker, so. Können wir direkt mal Kabunkel hier gleich im Kampf verwenden. Verschwenden. Gucken, was der so kann. Haha.
Gegen die Fledermäuse. Machen wir gegen die Fledermäuse kabunkel. Nicht hier sterben. Schau mal nicht so an da. Nee. Nee. Kabunkel. Hä? Auf uns selber? Heilt der uns? Das wäre geil. Mach da und dann mache ich Elektra. Komm, Elektra. So. Kabunkel! Das sieht wirklich aus wie ein Pokémon. Alter, so eine Mischung aus Hase und ich weiß nicht was. Cool. Werden jetzt geheilt? Ja, die Leben haben sich nicht geändert. Was hat sich denn jetzt geändert? Ich weiß es nicht. Elektra! Oh, ordentlich, hat mir nicht. Und ich konnte aussuchen bei der Quiz. Da waren ja drei Sachen. Das ist ja, bei der kann man Sachen lernen. Da hatten wir das bis jetzt ja mit ein paar Items, dass wir die benutzt haben und dann haben die was gelernt. Die Quistis, die hat was gelernt in dem Mit. Okay. Also, jetzt kann ich da rüber. Ich glaube, da mache ich gleich auch mal, aber. Jetzt mal hier gucken. Ha! Da hinten ist was zum. Zum Saugen, zum Drawn. Tja, ich weiß gar nicht, ich renne hier einfach irgendwo her, wo es hergeht. Man kann auch nicht alle Räder benutzen. Was natürlich Sinn macht, die drehen sich ja in verschiedene Richtungen. Hinterhalten, nee, umdrehen. Ei, die fressen mich, die Fledermäuse. Ich hab jetzt kein Limit. Hyper Vibra, geht sogar auf alle. Ha, in der Zielabfied, Ziel. Wenn er, wenn er viel abzieht, machen wir dann öfter und es zieht viel ab. Wenn er Ziel abfeed, wenn er Ziel abfeed, ja, macht natürlich Sinn hier. Hahaha. Erfahrung für uns. Zaubersplitter. Düpp, düpp. Die Türen sind ja hier schon offen, waren wir schon mal. Ah, hier, kommen wir zurück. Und das Ding hier drawn. Nee, das ist toll. Nee, das ist scheiße und ja, es ist nur Zombie. Hätte warten können, ey. Ah hier, wir können hier wieder das Ding benutzen. Ich hätte mal da unten bei der Tür zuerst vorbeigucken sollen. Kann ich hier wieder runter? Ha, jawohl, das geht. Wenn ich hier durch, vielleicht gibt hier noch ein Magazin oder so. Hier geht's nochmal runter. Da geht's nicht durch. Da auch nicht. Ja, hier unten, sonst wäre eine Sackgasse. Alter, was ist das für ein Labyrinth? Gibt's ja auch eine Karte mit Select? Natürlich nicht. Eieieiei, jetzt gehen wir nach unten hier. Eine Leiter, umwerfen. Umwerfen! Umwerfen! Sagt er nicht das Magazin, wo ich jetzt bin? Sieht alles gleich aus. Oh, der Schatten! Der hat doch einen Schatten, ey. Wie heißt der Gegner Vieh überhaupt? Guck mal, der heißt Schattenkriecher. Macht natürlich Sinn. Schattenkriecher, was sagst du denn zu Laserauge? Jetzt machen wir einen auf Xyborn. Ich bin Questions aus der Zukunft! Naja, also der Schaden ist zwar unterirdisch für ein Limit, aber die anderen beiden Limits waren besser. Wechseln immer, bis das Limit kommt, so. Ach, schon tot. Hey, 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 hey. Genug Erfahrung gibt's ja. Jetzt laufe ich hier weiter. Irgendwie, ich wollte eigentlich, ja. Wäre ich mal da zur Leiter gegangen? Ich glaube, da wäre schon. Oder war das? Ne, ich glaube, die Leiter, wo wir gerade waren, war der Anfang, ne? Ah, hier, guck mal, ich glaube, das sieht gut aus. Auf jeden Fall ist ein Speicherpunkt. Speicherpunkt heißt eigentlich immer, wir sind gut. Auf dem Weg. Richtige Richtung. So. Hoch dafür.
Ha, ja, das sieht aus wie der... Der Turm, wo wir rein... Na, weiter nach oben. Sieht aus wie der Turm, wo wir rein sollen. Nach oben. Wo wir vorhin schon waren, wo wir nicht im Keller rein konnten. Und jetzt wissen wir, das ist kein Keller, sondern Kanalisation.